Bei allen Transaktionen im Internet, auch bei gesicherten, besteht das Risiko, dass unsere Bankdaten ausspioniert werden. Im Euroraum ist besonders Frankreich betroffen, mit jährlich mindestens 500.000 Opfern von Kreditkartenbetrug. Weltweit beläuft sich der Schaden jährlich auf 100 Milliarden Euro. Sicherer als die Kreditkarte ist eine neue Form von Online-Zahlung, das anonyme Zahlungsmittel Bitcoin, eine Währung außerhalb des etablierten Bankensystems. Die virtuelle Währung existiert seit 2009. Mehr als 10 Millionen Verbraucher bezahlen damit bereits Güter und Dienstleistungen. Im Vergleich zum Euro ist Bitcoin rein digital. Es gibt weder Bitcoin-Münzen noch Scheine. Diese Währung gehört keinem Staat. Sie ist entmaterialisiert und wird nicht über eine Zentralbank gesteuert. Bitcoins werden durch die Nutzer selber in einem Netzwerk verwaltet und sind weniger anfällig für Hackerangriffe als andere Online-Zahlungsmittel. Bit ist die Maßeinheit für digitale Daten, Coin das englische Wort für Münze. Paris. Philippe Rodriguez glaubt fest an das, was er die Bitcoin-Revolution nennt. Er ist Präsident der Bitcoin-Vereinigung, der französischen Lobby der digitalen Währung. Das Haus des Bitcoins. Hier treffen sich Leute, die das virtuelle Geld bereits nutzen oder sich darüber informieren möchten. In diesem Bitcoin-Center steht auch ein Automat, mit dem man Euro gegen Bitcoins tauschen kann. Hier können wir in der Tat Euro gegen Bitcoins tauschen und unser Bitcoin-Konto aufladen, sozusagen das Bankkonto, unsere Bitcoin-Adresse. Und dieser Tausch ist mit dieser Maschine möglich. Bitcoins werden hauptsächlich online gehandelt. Offizielle Kurse wie bei anderen Währungen gibt es nicht. Der Wert errechnet sich ganz einfach aus Angebot und Nachfrage. Um mit Bitcoins bezahlen zu können, braucht man ein virtuelles Konto, eine sogenannte Wallet, das englische Wort für Geldbörse. Das lässt sich in Sekundenschnelle per Internet einrichten, über eine App oder über eine solche Box. Auf diesem Papierstreifen befinden sich zwei QR-Codes. Durch einfaches Scannen wird die Verbindung zu bestimmten Internetseiten hergestellt. Auf meinem Bitcoin-Konto werden über einen öffentlichen Schlüssel Bitcoins gutgeschrieben. Den privaten Schlüssel nutze ich, wenn ich selbst Bitcoins überweisen möchte. Den öffentlichen Schlüssel verwende ich für Guthaben und den privaten, um zu beweisen, dass ich derjenige bin, der Bitcoins überweist und auch, dass ich über das notwendige Guthaben verfüge. Die Maschine hat meine Bitcoin-Adresse erkannt, sie zeigt sie an und das Geld, das ich in Euro hier eingebe, wird auf meinem Bitcoin-Konto in Bitcoins gutgeschrieben. Aktuell entsprechen 20 Euro einem Guthaben von 39.000 Bitcoins. Damit kann man bei Online-Händlern bezahlen, insofern diese ebenfalls über ein Bitcoin-Konto verfügen. Für Bitcoin-Transaktionen benötigt man den öffentlichen Schlüssel des Empfängers, sozusagen seine Kontonummer. Und man muss sich mit einem privaten Schlüssel identifizieren, eine Art Passwort. Alle Codes sind verschlüsselt und wurden unter Milliarden möglicher Kombinationen ausgewählt, was den Usern Schutz und Anonymität garantiert. Alle Transaktionen sind über ein kryptografisches Verfahren gesichert. Daher nennt man diese Währungen auch Kryptowährungen. Man legt sein Vertrauen nicht in einen Vermittler, in ein zentrales Organ, beispielsweise eine Zentralbank, sondern man vertraut einem Kryptosystem, das gewährleistet, dass die gesamten Transaktionen zulässig und gesichert sind. Anders als bei Kreditkarten hinterlässt der Verbraucher bei Bitcoin-Transaktionen keine Bankdaten oder persönliche Angaben. Doch, was kann man heute mit so einer Kryptowährung überhaupt kaufen? Lange war Bitcoin das Zahlungsmittel der Wahl für User im sogenannten Darknet, dem dunklen Teil des Internets, wo obskure Produkte und Dienstleistungsmittel angeboten werden. Doch in den letzten Monaten ist Bitcoin salonfähig geworden. Zehntausende Internethändler akzeptieren mittlerweile die virtuelle Währung, darunter auch Giganten wie Overstock und Expedia in den USA oder die japanische Gruppe Rakuten. In Japan ist die Währung groß im Gespräch. Selbst der Gründer von Rakuten, Hiroshi Mikani, bezeichnet Bitcoin mittlerweile als eine herausragende Innovation, so wichtig wie das Internet selbst oder Breitbandverbindungen, die diese weltweite Vernetzung überhaupt erst ermöglicht haben. Das Interesse des Onlinehandels an Bitcoin ist pragmatisch. Es ist ein schnelles Zahlungsmittel,
Es fallen keine Gebühren für Währungsumrechnungen an und die Transaktionskosten liegen unter 1%, während die Kommissionen für Finanzmittler zwischen 2 und 10% der Transaktionssumme betragen. Die Zahlungsmittel müssen insgesamt einfacher, flüssiger, transparenter und schneller werden. Unser Schlüsselwort ist natürlich Vertrauen. Der Bitcoin muss ein Mittel sein, das im Dienste schneller Transaktionen steht, gleichzeitig aber mit einem hohen Vertrauen verbunden ist. Vertrauen ist ein grundlegender Aspekt im Handel, egal ob auf professioneller oder privater Ebene. Doch wie kann man ohne eine offizielle Einrichtung Vertrauen in eine solche letztlich sehr abstrakte Währung wie den Bitcoin haben? Auch für Eric Larchevêque steht die Vertrauensfrage im Mittelpunkt. Der Gründer des Pariser Bitcoin Centers sieht diese durch das dezentralisierte und selbstregulierte System gesichert. Als ich 2012 zum ersten Mal mit dem Bitcoin in Berührung kam, da ist mir der revolutionäre Gedanke dieser Währung bewusst geworden. Das Potenzial eines Industrieschocks, denn die Grundlagen des Vertrauens der Verbraucher wurden neu definiert. Die Lösung dieser Vertrauensfrage ist eng mit der Technologie verbunden, die hinter Bitcoin steckt. Wir haben hier erstmals Werkzeuge, die uns erlauben, ohne einen Vermittler auszukommen, der Vertrauen erweckt, ohne einen Staat oder eine Zentralbank. Diese Technologie nimmt in Form dieser Maschine Gestalt an. Einer von 300.000 Computern, die permanent den reibungslosen Ablauf der Transaktionen überwachen. Dieses hochleistungsfähige Computernetzwerk überprüft und validiert alle weltweit ausgeführten Transaktionen. Nach der authentifizierten Übermittlung werden die Transaktionen in einer riesigen Datenbank gespeichert. Es wird sozusagen Buch geführt. Diese Datenbank ist transparent und allen zugänglich. Jeder sich im Umlauf befindende Bitcoin wird identifiziert. Transaktionen können nicht doppelt durchgeführt werden. Die Währung kann rein mathematisch nicht gefälscht werden. Auch die Buchführung nicht. Summen können rein mathematisch nicht gelöscht werden. Eine Manipulation ist unmöglich. Warum machen wir das? Warum kaufen wir diese Maschinen und liefern den Strom? Weil wir quasi als Gegenleistung für diesen Beitrag zur Sicherheit der Währung nur dadurch das Generieren neuer Bitcoins auslösen können. Die Überwachung der Transaktionen ist die einzige Möglichkeit, neue Bitcoins auszuschütten. Das System ist dezentralisiert, selbstreguliert und vollautomatisch. Das Vertrauen wird nicht von einer Einrichtung garantiert, sondern von tausenden Personen, die für die Leistung ihrer Rechner bezahlt werden. Bitcoin gehört niemandem, sondern allen. Keiner kann die Kontrolle übernehmen, ob nun der Gründer der Währung, ein Staat, eine Gruppe von Entwicklern, absolut niemand. Das ist wie mit dem Internet. Keiner kontrolliert es wirklich. Der einzige Weg, Bitcoin zu stoppen, wäre, das Internet abzuschaffen. Unmöglich also. Bitcoin scheint autonom und unabhängig zu funktionieren. Was weder den Staaten noch den Zentralbanken gefällt. Sie würden diese Kryptowährung, auf die sie keinen Zugriff haben, nur allzu gern kontrollieren. Japan und Frankreich planen, Bitcoin-Transaktionen zu besteuern. China und Bolivien das virtuelle Geld schlichtweg zu verbieten. Denn was den Ursprung von Bitcoin angeht, bleibt einiges im Dunkeln. Von seinem Pseudonym Satoshi Nakamoto abgesehen, ist nichts über den Gründer der Online-Währung bekannt. Auch nichts über dessen Absichten. Die Staaten haben Angst. Angst, die Kontrolle über ihre Währungen zu verlieren. Davon ist auch Jörg Platzer überzeugt. In seiner Berliner Bar können die Gäste mit Bitcoins bezahlen. Staaten und ihre Regulierungsbehörden wollen natürlich Bitcoin regulieren, weil sie den Fluss von jedem Geld regulieren wollen. Regulierungsbehörden wollen wissen, wer schickt wann welches Geld an wen. Sie wollen in der Lage sein, das Geld aufzuhalten. Sie wollen in der Lage sein, Geld zu konfiszieren. Und jetzt würden sie das natürlich gerne auch auf das neue kommende Finanzsystem übertragen, was aber nicht möglich ist. Jörg ist ein Krypto-Anarchist. Seine Offenheit gegenüber dem Bitcoin hat Hintergründe. Für ihn braucht die virtuelle Währung keinen offiziellen Stempel, um sich weiterzuentwickeln. Die Verbraucher sollen sie auch ohne Aufsichtsbehörde nutzen können. Bitcoin ist eine ganz neue Technologie, die auch eine ganz neue Art von Denken, nämlich dezentralisiertes Denken, abverlangt. Die meisten Menschen haben erstmal Angst vor ganz neuen Dingen. Die meisten Menschen haben erstmal Angst vor Dingen, die sie nicht verstehen. Je mehr die Leute aber verstehen, wie Bitcoin funktioniert und was dahinter steckt, desto klarer wird ihnen auch, dass es nun mal Geld ist, dass es besseres Geld als anderes ist und dass es an sich nichts Böses ist oder irgendwas, wovor sie Angst haben müssen.
Wirtschaftsforscher und Beobachter des Bitcoins sind weniger euphorisch. Sie machen auf die Grenzen der neuen Währung aufmerksam. Wie Nassim Aït-Kassimi, Journalist und Währungsexperte bei der französischen Wirtschaftszeitung Les Echos. Heute sind von 100 Bitcoin-Käufen ungefähr 70% rein spekulativ. Anfangs waren es 90%. Die Tendenz nimmt also ein wenig ab. Tatsache bleibt aber, dass nur 30% der Bitcoins dazu dienen, Waren zu kaufen oder zu verkaufen. Der spekulative Anteil ist enorm. Und das kann meiner Meinung nach zu Missbrauch führen. Wenn der Bitcoin so starken Schwankungen unterliegt, haben die Verbraucher dann wirklich Vertrauen? Aus diesem Grund sehe ich die Zukunft dieser Währung eher problematisch. Die Grafik macht es deutlich. In nur einem Jahr ist der Wert eines Bitcoins von über 1000 Dollar um mehr als die Hälfte gesunken. Heute liegt er bei rund 500 Dollar, ganz abgesehen von den starken täglichen Schwankungen. Die Bitcoin-Kurve ist wie eine Achterbahn. Die Währung kann morgens mit 500 Dollar eröffnen und im Tagesverlauf auf 400 sinken. Personen, die spekulieren, können viel verlieren. Für mich ist da auch Manipulation mit im Spiel und das ist gefährlich. Bitcoin-Fans sehen in ihrer Währung allerdings schon eine Konkurrenz zum Euro oder Dollar. Für die Anhänger der Bitcoin-Bewegung ist diese Schattenwährung eine Art Aushängeschild für ihre individuelle Freiheit, für das libertäre Gedankengut der Netzkulturgemeinde, das mit neuen Technologien einhergeht. Das traditionelle Devisengeschäft wird sicher nachziehen und sich an den technologischen Fortschritt des Bitcoins anlehnen. Es ist vorstellbar, dass der Euro in den kommenden 3 bis 5 Jahren ebenfalls eine verschlüsselte Form annimmt, oder der Dollar auch als Online-Version existiert. Das Finanzsystem wird den Bitcoin vermutlich mit seinen eigenen Waffen schlagen. In den 1990ern konnte niemand vorhersehen, wie sich Internet entwickeln würde. Die Zukunft eines dezentralisierten digitalen Währungssystems kann ebenfalls keiner exakt voraussagen. Auch in diesem Pariser Restaurant können Bitcoin-Fans in ihrer Lieblingswährung bezahlen. Stammgast Philippe Rodriguez ist zuversichtlich, obwohl es bislang nur wenige Nachahmer gibt. Die Akzeptanz des Bitcoins wird zunehmen. Nach unseren Vorhersagen bis in 5-6 Jahren wird die Anzahl der User auf rund 1 Milliarde steigen. Und diese Verbraucher müssen ihre Bitcoins irgendwo ausgeben. Unter den Usern werden auch Geschäftsleute sein, die Waren oder Dienstleistungen anbieten und die, wie dieses Restaurant hier, Bitcoins akzeptieren. Der Bitcoin ist eine typische Innovation der Internetgemeinde. Eine Technologie, die eine liberale Geschäftswelt mit freiheitsliebenden Querdenkern vereint. Und die neue grenzüberschreitende Währung ist ein weiterer Beweis für die zunehmende Digitalisierung unseres Alltags. Unter arte.tv/futuremac finden Sie alle Infos zum großen Meeting der Bitcoin-Community am 8. Oktober in Paris. Verfolgen Sie über Twitter live die Beiträge des französischen Wirtschaftswissenschaftlers Jacques Attali und anderen Experten der Online-Währung. Aber auch schon jetzt gibt es einiges zu entschlüsseln unter arte.tv/futuremac.